Auf der Durchreise vom Iran zum Oman bin ich auch mit dem Fahrrad durch die Vereinigten Arabischen Emirate gekommen. Die Route führte mich von Dubai ausgehend über den Al-Qutra-Radweg durch die Wüste hindurch bis zum Grenzübergang bei Al-Buraimi. Und aufgrund der modernen Städte und weiten einsamen Wüstengebiete halte ich die Vereinigten Arabischen Emirate für ein ausgesprochen interessantes und spannendes Radreiseland. Und genau deswegen kommen jetzt hier meine Tipps und Hinweise für Radreisen durch die Vereinigten Arabischen Emirate. Dubai ist eine der Autostädte schlechthin. Die Stadt ist weitestgehend auf den Autoverkehr ausgerichtet worden. Trotzdem finden sich hin und wieder auch relativ gute Fahrradwege. Es lässt sich allerdings trotzdem nicht vermeiden, dass man oft auf großen, stark befahrenen Straßen unterwegs ist. Und gerade wenn man dann beispielsweise irgendwo abbiegen möchte, muss man sich mit dem motorisierten Verkehr arrangieren. Also es ist nicht ungefährlich. Von daher fahrt defensiv und seid vorsichtig, wenn ihr mit dem Fahrrad in stark befahrenen Straßen in Dubai unterwegs seid. Ein Highlight für alle Rennradfahrer, aber sicherlich auch für alle Radreisenden und überhaupt für alle, die gerne mit dem Fahrrad unterwegs sind, ist sicherlich der Al-Qutra-Radweg, auch Al-Qutra-Cycle-Track oder Al-Qutra-Cycle-Path genannt. Das ist ein etwa 85 Kilometer langer, hochmoderner und zweispuriger, wunderbar ausgebauter Radweg, der von Dubai ausgehend, von Dubai-Randgebiet ausgehend, mitten durch die Wüste hindurchführt. Der Radweg ist insbesondere für besondere Radrennen-Events konzipiert worden. Das führt dazu, dass er in der Regel von Alltagsradlern eigentlich kaum benutzt wird. Das heißt, man hat die Strecke meistens mehr oder weniger für sich alleine. Man findet dort kaum andere Radreisende und es fährt sich ausgesprochen schön und wirklich sehr, sehr spannend und interessant, das zu sehen. Und es finden sich immer wieder vereinzelt, wenn auch nicht oft, aber man findet immer wieder solche Sonnenschutzzelte, solche Shelter. Dort kann man sich ausruhen. Eventuell kann man sogar die Nacht dort verbringen. Das haben wir gemacht. Das war auch sehr ereignisreich. Und dieser Radweg ist, wie gesagt, ein großes Highlight und ich empfehle auf jeden Fall jedem, der mit dem Fahrrad in den Emiraten unterwegs ist, da mal mindestens eine Tagestour zu machen, weil im Rahmen einer Tagestour lässt sich das Ganze auch wirklich sehr gut erkunden. Einkaufsmöglichkeiten gibt es eine einzige, das heißt Verpflegung sollte man in jedem Fall dabei haben. Es gibt auch einen ausgezeichneten Service für diesen Weg. Obwohl er wirklich mitten durch die Wüste fährt, gibt es Räumungsfahrzeuge, die ihn immer wieder vom Sand befreien. Und zu Beginn der Strecke gibt es öffentliche Duschen und Toiletten, sehr saubere Umkleidekabinen, auch mit Schließfächer. Dort kann man sich ganz gut umziehen, vorbereiten, seine Wertsachen hinterlegen und dann einfach schön schnurstracks ab über den Radweg düsen. Eine ganze Menge moderner Fahrradläden in Dubai und fast alle befinden sich entlang der Sheikh Zayed Road. Im Einzelnen sind da zu finden der Wolfies Bike Shop, der Ride Bike Shop, der Pedalier Bike Shop, Sports Unlimited LLC und der Track Bicycle Store Dubai. Einziges Problem bei all diesen Läden, sie sind in der Regel nicht auf Reiseradfahrer oder auf Tourenräder ausgerichtet. Man findet dort vor allem Mountainbike-Zubehör, also ich habe dort zum Beispiel keine geeigneten Tourenmäntel in 26 Zoll finden können. Das heißt, alles, was man wirklich für seinen Part benötigt, irgendwelche speziellen Teile, sollte man in jedem Fall von zu Hause mitbringen. Insbesondere der Wolfies Bike Shop, der hat in der Radlerszene einen relativ guten Namen. Das ist ein Betreiber aus Deutschland. Wovon ich auf jeden Fall abraten kann, ist der einzige Sportwarenladen, der sich in der Dubai Mall befindet. Dort haben wir überhaupt keine brauchbaren Teile finden können. Im Gegensatz zu einigen anderen islamischen Staaten ist es in den Vereinigten Arabischen Emiraten kein Problem, wenn Frauen ohne Kopfbedeckung unterwegs sind und wenn Männer mit kurzen Hosen fahren.
Ich empfehle trotzdem in jedem Fall aufgrund der intensiven Sonneneinstrahlung ausreichend Sonnenschutz dabei zu haben. Das heißt auf jeden Fall ein Käppi sollte es sein. Sonnenbrille versteht sich von selbst. Ich trage immer sehr gerne so einen Halsschlauch, den ich mir dann über die Nase ziehen kann, damit ich mir auch die Nase nicht verbrenne. Und unbedingt empfehlenswert ist langärmelige, dünne, luftige Kleidung, damit die Arme nicht den ganzen Tag der Sonne ausgesetzt sind. Und muss jeder für sich selber entscheiden, was er angenehmer findet. Aber eine lange Hose ist in der Regel auch nicht verkehrt. Es gibt in den Emiraten extrem viele Bauprojekte, die innerhalb kürzester Zeit aus dem Boden gestampft werden. Das heißt, Kartenmaterial, das heute noch top aktuell ist, kann morgen schon wieder komplett veraltet sein. Daher würde ich auf jeden Fall kurz vor der Reise nochmal wirklich mir das aktuellste Kartenmaterial runterladen. Ich schwöre dabei absolut auf OpenStreetMap. Das ist ein offenes, freies Kartenprojekt. Das ist sehr detailliert und jeder kann dazu beitragen. Das heißt, auch Dinge, die man unterwegs findet, die noch nicht in der Karte verzeichnet sind, die kann man einfach nachtragen. Es gibt da Apps, mit denen funktioniert das recht gut. Und mein Wunsch an euch wäre tatsächlich, wenn ihr unterwegs seid und unterwegs Dinge findet, die noch nicht drinstehen, tragt sie einfach ein, weil dann haben auch andere Radreisende was davon, die später die Strecke entlangfahren. Am komfortabelsten navigiert es sich natürlich, wenn man das Handy einfach vorne am Lenker befestigt. In den Arabischen Emiraten ist es mir tatsächlich zum allerersten Mal überhaupt passiert, dass sich das Handy aufgrund der intensiven Sonneneinstrahlung abgeschaltet hat. Der Akku überhitzt da wirklich sehr, sehr schnell. Das Gerät kann da einen dauerhaften Schaden von nehmen. Daher sollte man gucken, ob es nicht besser sich das Handy irgendwo in der Lenkertasche oder so verstauen lässt, wo man dann immer nur gelegentlich es rausholt, um mal drauf zu schauen. Ansonsten ist es einfach wirklich zu heiß dort. Leitungswasser ist in den Emiraten als Trinkwasser geeignet. In der Wüste findet sich natürlich aber nicht alle paar Meter ein Wasserhahn. Und daher ist es in jedem Fall wichtig, dass ihr immer ausreichend Trinkwasser dabei habt und jede Möglichkeit auch nutzt, eure Trinkwasserreserven aufzufüllen. Was für Trinkwasser gilt, gilt natürlich auch für die Lebensmittelversorgung außerhalb der Städte. Finden sich so gut wie keine Läden und selbst Tankstellen sind an der Straße sehr, sehr selten zu finden, beziehungsweise seltener, als man es vermuten würde. Und daher achtet immer darauf, ausreichend Lebensmittelreserven dabei zu haben. Zelten ist in der Regel überhaupt kein Problem. Gerade außerhalb der Städte lassen sich in dem weitläufigen Land eigentlich überall sehr gute Zeltplätze finden. Man sollte allerdings zumindest ein Fliegennetz dabei haben, beziehungsweise also im Fliegengitter schlafen, weil es gibt Skorpione und oft kommen nachts auch große schwarze Käfer aus dem Sand gekrabbelt und sind dann wirklich in großer Zahl überall zu finden. Von daher, wie gesagt, wenigstens ein Fliegennetz sollte dabei sein. Fürs Überzelt ist es in der Regel zu heiß. Ja, das waren auch schon meine Tipps und Hinweise für Radreisen durch die Vereinigten Arabischen Emirate. Wenn ich einige Tipps nicht erwähnt habt, die ihr gerne noch teilen möchtet, dann freue ich mich, wenn ihr sie unten in die Kommentare reinschreibt. Wenn ihr mitbekommen möchtet, wenn ich weitere Videos hochlade mit Radreisetipps für andere Länder, dann klickt die graue Glocke beim Abonnieren des Kanals. Ich freue mich immer sehr über einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Video ein paar sinnvolle Tipps geben konnte. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß bei euren Vorbereitungen und bei eurer Reise durch die Vereinigten Arabischen Emirate. Thank you.